und Bart wachsen und dann geh zu Männern. Und sag, ich bin ja nicht schwul. Ich bin ja nicht schwul. Vielleicht, du hast ja gesagt, ich bin hier sehr männlich. Hast du Angst, da steht die Frau aus Spannereser? Nein, aber du siehst dann die Männer, wie die dich lieben werden, wenn du richtige Bart hast und der Bart in ihrem Mund. Wenn sie homosexuell sind, das stimmt. Nein. Wenn sie homosexuell sind, das ist wahr. Ach, nochmal die Männer, die du hattest. Lass doch mal deinen Damenbart wachsen richtig und nimm mal Testosteron, damit dein Bart richtig wächst. Und dann küss mal deinen Mann. Ich bin doch jetzt schon männlicher als du, Resa. Wo soll das noch hinführen? Ich habe auch gesagt, dass du männlicher bist als ich. Siehst du, wo soll das noch hinführen? Das ist sehr schön. Da hast du dein Ziel erreicht. Ja, nachher stelle ich noch deine Frau. Sag mal, Resa, was ist denn hier los? Nein, das kannst du nicht, weil meine Frau eben auf dem Mann steht und nicht auf. Ja, ich bin doch ein Mann. Du hast doch gesagt, ich bin männlicher als du. Du bist halb Mann, halb Frau. Ich bin männlicher als du, hast du eben gesagt. Also. Ja, aber als Frau bist du männlicher als ich. Nicht als Mann. Als Mann kannst du nicht männlicher sein. Also, aber als Frau. Nein, wenn du ein männlicher Mann wärst, dann würdest du dich von mir nicht getriggert fühlen. Du würdest mich in meine Weiblichkeit zurückschicken können. Aber das kannst du nicht, Resa. Du bist ja nicht in deiner Weiblichkeit. Du bist ja total ein Mann. Ein richtiger Mann. Ein richtiger Mann schafft es aber auch. Meine Ex-Freunde haben es geschafft. Sag mal Vollbart kurz. Mein Vollbart. Was möchtest du noch alles von mir sehen, Resa? Das ist aber nicht christlich. Das ist nicht christlich von dir, Resa. Weiß deine Frau das, nach welchen Stellen du bei einer anderen Frau fragst? Schaut mal, nach was für intimen Stellen er mich fragt. Zeig mal deinen Damenbart. Was für intime Stellen du hier sehen möchtest von mir, Resa. Zeig mal deinen Damenbart, dein Vollbart und deine Rückenhaare, deine Gorilla-Rückenhaare. Zeig mal kurz. Willst du noch meine Intimhaare sehen, Resa? Was willst du noch alles von mir sehen? Schäm dich. Willst du noch meine Koronne sehen? Resa, willst du noch meine Koronne sehen? Nicht, dass du dich noch verliebst. Nicht, dass du dich noch verliebst, ne? Das ist ekelhaft. Aber nee, also glaube ich nicht. Ich glaube, du stehst da drauf. Ich glaube, du stehst drauf, Resa, ne? Auf meine dicken Koronas zwischen den Beinen. Der ist ja ekelhaft. Oh, komm, komm. Nee, das glaube ich nicht. Guck mal, du warst ja so von meiner Männlichkeit angetan. Aber du hast ja so von meiner Männlichkeit eben angetan, Resa. Rückenhaar, Barbie. Rückenhaar, Barbie. Rückenhaar, Barbie. Ich finde das allgemein traurig. Ich finde es allgemein voll traurig, dass Frauen heutzutage so reden. Es ist einfach nur noch respektlos, dass Frauen überhaupt so reden im Internet. Einfach zu Männern. Nein, wirklich nur noch, einfach nur peinlich. Mhm. Wirklich christliche Frauen, die wirklich christlich sind, die würden niemals so reden. Wir haben schon festgestellt, dass ich keine wiedergeborene Christin bin. Bitte reg dich ab. Ja, ich höre dir zu, Danny, rede. Guck mal, ich sag dir selber, und ich sage es dir nochmal, du musst dich selber prüfen. Geh auf Knie und frag Gott, bin ich wahrhaftig errettet? Bin ich auf den richtigen Weg? Vor Gott gehe ich auf die Knie, vor Resa aber nicht, was er gerne hätte. Vor Gott auf die Knie gehen und frage ihn. Oder willst du von mir auf die Knie gehen, Resa? Ich glaube, Resa will lieber von mir auf die Knie gehen, ne? Er will lieber von mir auf die Knie gehen. Ja, ich weiß. Eine Frau, die gegenüber einem Mann das Wort erhebt. Meine Güte, wo sind wir noch hier gelandet? Schlimm. Aber wie gesagt, wir haben schon festgestellt, ich bin keine wiedergeborene Christin. Und damit verabschiede ich mich jetzt, weil zu euch will ich auch nicht gehören. Ja, nee, du sollst das Wort einfach nur wiedergeboren werden, ob du zu uns gehörst oder nicht. Boah, ist das eine Anstrengung. Das ist ja echt ein Geist. Ja, das ist Armageddon. Du sollst auch diese Leute nicht reinholen. Die sind nur hier, um zu nerven. Wirklich jetzt. Ja. Oder Dennis, das sind nur Nervensägen. Ja, hast du eine Frage? Hallo? Ja, dann raus, wenn du keine Frage hast. Hast du eine Frage? Hi. Hallo, hört ihr mich? Ja. Hi. Ja, ich wollte ja Leo nur sagen, ich feiere dich. Ich habe dich mal beleidigt, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du bist auf jeden Fall 100-mal mehr Männer wie dieser Evangelist und wie dieser Resa zusammen. Alles klar, ciao. Was für ein Gehirn. Hä? Das war sehr männlich, wie so eine Maus so schnell ein Stück Käse geraubt hat und wieder in das Loch reingelaufen ist. Das war das Männlichste, was ich je gesehen habe auf TikTok. Ja, das war dann wohl so eine Anabolika-Maus. Eine starke, kleine Maus. Er hat ein Stück Käse geklaut und wieder in das Loch gelaufen. Das ist sehr, sehr mutig und männlich.
Jetzt kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Ja. Hey. Dein Verhalten, warum beleidigst du denn? Dein Verhalten ist wie eine Maus, die hier reinkommt und sagt, tschüss. Hallo. Bitte. Nein. Habibi, bitte beruhig dich. Hallo. Nur am Beleidigen! Meist doch diese Leute raus, ne? Verrückt. Ja. Meist immer raus. Ja. Ab, das geht gar nicht. Die sind durch, alle diese Leute. Nimmt man normale Menschen auf, die Fragen haben oder ne, irgendwas sagen wollen? Hat jemand normale Fragen? Nur am Beleidigen. Das ist einfach nicht normal hier. Wenn die Maus das ist normal. Das ist Moslem. Das ist ganz normal. Das ist Moslem. Ja. Wenn ein Moslem nicht beleidigt, würde ich fragen, ob der noch überhaupt im Glauben ist an Islam. Solange es so diese Beleidigung weitergeht und ein Moslem beleidigt, ist alles in Ordnung, dass er noch im Moslem ist. Das ist immer eine Bestätigung. Sobald ein Moslem nicht mehr beleidigt, würde ich fragen, hey, bist du noch Moslem oder bist du abgefallen? Sofort. Du würdest denken, da stimmt irgendwas nicht mehr mit ihm. Wenn er nicht dieses Duha-Sohn oder ich effe. Aber Reza. Nummer eins ist, ne, guck mal, ich bin auch Alhamdulillah Moslem und ich habe hier gar keinen beleidigt, ne? Muslima schon mal Nummer bist eins. Du nicht Moslem, du bist kein du Mann. Moslem ist ein Mann. Muslima bist du, wenn überhaupt. Ja, trotzdem ist das die Mehrform, Mann. Wieso, teilweise, ich kann verstehen, Danny, dass das dein Stream ist, ne? Aber guck mal, der Lucifer, ne, normalerweise müsste er seinen Weg gehen. Weißt du, was ich meine? Normalerweise, ne? Aber weil der so bodenständig und jeden Menschen akzeptiert, hat der uns in Schutz genommen. Fragt euch doch mal, Leute. Guck mal, ihr setzt wirklich euren Glauben nur auf Christen. Keine Muslime, nix. Guck mal, wirklich, ich wurde vorhin bloß gekickt, weil ich Muslima war. Ist das normal, Leute, für euch? Aber Rosa, hab ich was damit zu tun? Hab ich dich irgendwie in irgendeiner Form vorhin schlecht behandelt? Oder ohne Respekt behandelt? Habe ich das bei dir gemacht? Nein, ich spreche jetzt wirklich bloß den Reza und den Danny damit an. Das ist nicht mal böse gemeint. Ich bin ja jetzt hochgekommen, um bodenständig zu diskutieren. Also ich habe dich nicht gekickt. Ich kann dich nicht. Ja, du nicht, aber trotzdem hast du schon wieder die Muslime über einen Kamm gezogen. Und das ist nicht dein Recht, weißt du? Wer sind wir, der über Leute urteilt? Weißt du, was ich meine? Ich kenne ja Muslime. Ich hab ja tausende Muslime als Freunde gehabt. Ist ja auch dein gutes Recht. Du siehst doch gerade, wie der reingekommen ist und beleidigt hat. Hast du doch gerade gesehen, live vor deinen Augen, wie die Muslime sind. Ja, aber das ist sein Problem, okay? Er muss sich nachher vor Gott darüber aussetzen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein 99,99% der Muslime sind immer mit dieser ich äff deine Mutter und du Huren. Hast du doch gerade gesehen, live. Ja, aber habe ich so geredet? Nein. Du bist ja Frau. Die Frauen-Muslimas reden nicht so schlimm wie die Männer. Ja, aber teilweise auch, guck mal, was ihr vorhin zu die Leo gesagt hat, ne? Ihr sagt, ihr findet das schlimm, wie die Frauen heutzutage reden, ne? Ich sag euch ehrlich, ne, wie die Männer heutzutage reden, das ist genau das Gleiche, ne? Ja, Männer reden auch asozial heutzutage, hast du recht. Aber habt ihr in eurem Leben so krass schlechte Erfahrungen mit Muslims gemacht, dass ihr wirklich... Nein. Also ich will jetzt keinen damit angreifen, ne? Das ist jetzt eine wirklich gerechtigte Frage, ne? Ja, also ich komme aus einem islamischen Land und ich habe gesehen, dass der Islam eben Millionen von meinen Landsleuten hat hinrichten lassen. Woher bist du denn, wenn ich fragen darf? Aus dem Iran. Okay. Nach der Scharia-Gesetzen von Mohammed und Allah haben Millionen von meinen Landsleuten unschuldig ihr Leben verloren. Reza, guck mal, ich erzähle dir mal eine Geschichte, ne? Dir ist das vielleicht passiert, ne? Im Iran. Guck mal, dass du den Islam falsch kennengelernt hast, ne? Ich erzähle das, weil ich dich nachvollziehen kann, weil ich selber gebürtige Orthodoxin bin, weißt du? Du bist zum Islam konvertiert. Ich bin konvertiert, ja, Alhamdulillah. Ich bin aber vom Orthodox, weißt du warum? Das ist traurig.
sind für mich gut, im christlichen Land. Darf ich einmal beides kurz was dazu sagen? Errettet. Ja. Als Orthodoxe warst du auch nicht errettet. Also ist es egal, ob du Muslim bist oder Orthodox. Beides bist du nicht errettet. Ja, aber ganz ehrlich, ich war oft in der Bibelschule und alles. Also ich weiß wirklich, wovon ich rede. Mach dich langsam fertig. Bitte? Was meinst du? Ich glaube, da habe ich mit dir gesprochen. Ich glaube, da nicht mit dir gesprochen. Ach so. Ich war, wie gesagt, auch in so einem Ferienlager damals gewesen, 2 Wochen lang. Und was, wie teilweise ich da behandelt wurde, das war wirklich, das war ein christliches Camp. Also meine Eltern dachten sich so, boah, ich tue dir mal was Gutes, das war die Hölle für mich. Wisst ihr, was ich meine? Die haben da Rituale etc. gemacht, wisst ihr? Es war Zeugen Jehova, Kacke, TikTok sportlich 2.0. Und dieser Glauben hat mich einfach so abgeschreckt, wisst ihr? In der heutigen Zeit, ich habe viele Christen als Freunde, ne? Ich sehe die als Menschen, mich juckt das nicht an, was die glauben, weißt du? Mich interessiert das nicht. Ich sehe den Menschen an sich, weißt du? Weil ich meinen Glauben im Herzen trage. Aber guck mal, Leute, zum Beispiel jetzt auf Social Media. Ich rede mit so vielen Christen, ne? Ich ziehe nicht alle über einen Kamm, ne? Nummer eins, das muss ich noch dazu sagen. Aber es kommt immer auf das Gleiche hinaus. Die wollen einen den Glauben aufzwingen. Natürlich gibt's bei uns auch viele Leute, die in den Streams gehen und sagen, Allah Akbar und was weiß ich alles. Wisst ihr, was ich meine? Da kann ich uns nicht gut reden, ne? Aber für mich sind das alle keine Muslime. Wenn die wirklich so sind und beleidigen, das sind für mich in den Augen keine Muslime, weißt du? Weil wenn man wirklich den Glauben festhält und jemanden vermitteln will, dann sagt man das ordentlich, wie ich jetzt komme, weißt du? Vernünftig, respektvoll, ordentlich. Könnt ihr mich ein bisschen nachvollziehen? Gesagt, ne? Also die Mädels sind da nicht so jetzt wie die Jungs, was dieses läppische Ausdrucksweise betrifft, ne? Die Jungs, Männer, Muslime sind halt sehr oft halt mit F deine Mutter und sowas, ne? AMK, ne? Abkürzung weißt du ja, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Und das ist für aber die ganz normal. Die reden durch den ganzen Tag so. Aber Reza, guck mal, ich gehe wirklich, ich gehe auf TikTok wirklich jeden Tag von Stream zu Stream. Ich gehe zu vielen muslimischen Streams. Da sind auch viele schwarze Schafe, sag ich mal, dabei. Ich gehe aber auch viele in christliche Streams, ne? Einfach, um mich zu unterhalten, um mich auszutauschen, um ein bisschen Wissen anzueignen, weißt du? Ich werde aber immer als Moslem hingestellt und dass ich halt so scheiße sei, ne? Das sei jetzt mal dahingestellt, ne? Guck mal, ich gehe in einen satanistischen Stream oder in einen Luciferianer-Stream, ne? Ist jetzt ein gutes Beispiel, ne? Ich werde da herzlich begrüßt. Weil die nach dem Herz gehen, die wollen keinen den Glauben aufzwingen. Nein, die wollen vernünftige Gespräche mit dir machen. Ja, aber du unterhältst dich auch jetzt mit uns vernünftig, weil du eben normal redest. Da kann man sich auch mit dir normal unterhalten. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, das wollte ich auch aber was sagen, vorhin also, abgegangen ist, ne? Das aber du hast doch gehört, beiden Seiten aus richtig auf, scheiße. Ja. Pass mal auf, ganz kurz bitte. Ich kenne diese Person nicht, ja? Und sie ist hochgekommen und hat mich vom ersten Moment dann beleidigt. Und das ist euch allen egal. Ihr seht nur, dass Theresa und der Danny sich mit der so jetzt stark unterhalten haben und gestritten haben. Aber dass sie mich beleidigt hat, ist euch doch auch egal. Und ich hab ihr gesagt, ich kenne dich nicht, warum redest du mit mir so? Und sie hat immer weitergemacht. Und das ist euch aber egal. Mich darf man so behandeln. Sie hat mich natürlich nach meinem Herzen beurteilt. Ohne, dass sie mich kennt. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, das war ja gerade vorhin auch nicht ein Geben und Nehmen, weißt du? Ich habe doch nur kurz mit dir gesprochen. Nur kurz. Ich habe nur gesagt, jemand, der sich Christ nennt, der müsste doch wissen, wo der erste Korintherbrief ist. Das darf ich doch als Christ sagen. Wenn sie das nicht mal wusste, wo sie ist, warum ist sie davon beleidigt? Weil sie sich ertappt gefühlt hat. Aber da kann ich doch nichts dafür, wenn es kein Wissen hat. Aber für euch ist es in Ordnung, dass sie mich die ganze Zeit beleidigt hat. Obwohl ich zu ihr gesagt habe, du beleidigst mich. Und euch war das egal. Aber sie nimmt den Schutz. Bei mir ist es egal. Bin ja der Christ. Sifu, das kommt ja auch nicht drauf an, was jemand für Wissen hat. Ich meine, wir sind alle Menschen. Wir sind alle nicht perfekt. Und wir lernen jeden Tag dazu. Gott sei Dank. Weißt du, was nicht ich meine? Ja, aber nichtsdestotrotz, weißt du, die Leute nehmen jemanden Schutz, weil er beleidigt wurde. Und jetzt komme ich zu dir und ich sage, sie hat mich die ganze Zeit beleidigt, aber euch war das doch auch egal.
Heute hat Deutschland das doch nicht interessiert. Soll ich dich jetzt in den Arm nehmen und sagen? Nein, nein, das nicht. Das nicht, das nicht. Aber du könntest sagen, ja, auf die Weise habe ich es noch nicht gesehen. Dann hast du nämlich gehört, was ich gesagt habe und verarbeitet. Aber du fühlst dich angegriffen davon. Nee, ich fühle mich nicht angegriffen, weil ich habe mit der Situation ja gar nichts zu tun, weil das eine Auseinandersetzung zu euch war und ich mische mich da nicht ein. Bist du wieder zu euch? Ich habe mit dir gar nicht gesprochen. Ich habe doch gar nichts mit dir zu tun gehabt. Sie hat mich aber von Anfang an beleidigt. Ja, aber was kann ich denn sagen? Ich war doch gar nicht damit drinne. Weißt du, was ich meine? Ich war ja, aber sie nimmst du doch in Schutz. Du verstehst eine Sache nicht. Sie nimmst du doch in Schutz, weil du sagst, ja, Bruder Reza und Bruder Danny haben das und das gesagt und dies und jenes. Ich nehme gar keinen Schutz, weil ich habe mich da gar nicht eingemischt. Ja, es ist richtig. Ich habe aber auch gesagt, es ist von beiden Seiten was gefallen. Die haben sich gestritten, aber was habe ich denn zu tun? Beide wurden unrecht behandelt, das ist einfach ein Fakt. Nein, das Problem ist ja, das sind halt Luziferianer, das sind Satanisten und die darf man nicht mit der Hand, also mit sanften, sozusagen mit sanft anpacken. Risa? Mit Sandhandschuhen. Ja, Eileen, ich mache mich ein bisschen lächerlich, aber guck mal, ich habe wenigstens die Eier in der Hose und ich komme wenigstens raus, okay? Geh mal Push-Videos gucken Sachen und sagen, dann hoffentlich Frau sehen nicht. Wir uns ich noch mal zweimal Hose, leben, okay? Das in der Hose. Bitte? Das gehört sich nicht für eine Frau, solche Wörter zu sagen mit, ich habe das in der Hose. Ja, trotzdem kann ich sagen, was ich möchte. Ich bin mein eigener Herr, oder? Ja, aber wir Christen, wir mögen solche schmutzigen Sachen nicht. Ja, ich will nicht wissen, was du hinter der Kamera so raushaust, ne? Ja, komm, bleib jetzt locker, ja? Also du bist eine Frau und verhältst dich bitte auch weiblich. Ja, und ich habe Cojones in der Tasche oder in der Hose. Ja, aber guck mal, du willst ja über mich jetzt bestimmen. Ja, aber das ist so, wenn jemand hier ist bei den Christen, wir wollen unseren Geist nicht verdrecken mit solchen Blödsinn. Du kannst hier reinkommen, mit uns sich unterhalten, dich über den Herrn Jesus erkundigen, über die Bibel, Fragen stellen, aber du kannst nicht solche schlimme Wörter in den Raum, wir wollen so einen Dreck nicht hören. Das musst du doch verstehen. Wenn du in die Kirche gehst. Ja, aber was du teilweise auch geäußert hast, Reza, tut mir leid, jetzt muss ich dich mal angreifen, das war teilweise auch für die Tonne. Weißt du, was ich meine? Das war auch alles. Wenn du in die Kirche gehst sonntags, ziehst du dann deine Unterhose nicht an mit Minirock und setzt dich dann breitbeinig und hörst du dann dem Pfarrer zu oder wie mit dem Boah, was ist das für ein Beispiel, bitte? Antwortest du mir ja oder nein? Nein. Weißt du, was es nicht gehört, wenn man zu Menschen geht, die Gottesglauben haben, dass man sich einfach so ein bisschen benimmt und solche Sachen nicht sagt? Ja, aber das eine kannst du ja nicht mit dem anderen vergleichen. Das ist genau dasselbe. Wenn du in die Kirche gehst, darfst du auch nicht Minirock tragen und gewisse Dinge und dich so hinsetzen, richtig? Das weiß jeder Mensch. Selbst die größten Bergleute in Anatolien wissen, dass sich das nicht gehört. Mhm. Wenn man in eine Moschee geht oder unter Menschen geht, die eben an Gott glauben, dass man sich eben dementsprechend nicht dreckig verhält. Aber du vergleichst gerade TikTok mit einer Kirche, ne? Du bist aber unter gläubigen Menschen hier, die sich nicht verdrecken wollen. Ja, aber das ist ja im Endeffekt ja meine Sünde und du kannst mir ja nicht ins Wort sprechen. Nein, das ist nicht ja, klar, deine Sünde, aber du kannst es draußen machen, nicht hier drin. Boah. Oder? Möchtest du mir jetzt eine Predigt halten? Nein, ich habe dir gar nichts gesagt. Ich habe dir nur etwas erzählt, damit du was begreifst mit deinem Benehmen, wie du dich benehmst unter anderen Menschen. Ja, aber dazu habe ich ja einen Mann, der mich denn richten kann, weißt du? Und mich darauf hinweisen kann, wie ich rede, ne? Ja, aber anscheinend hat er es nicht getan. Tja, aber ich bin wenigstens eine Person, ich nehme kein Blatt vom Mund, okay? Und das ist gut, wie ich bin. Ja, das kannst du tun, aber du sollst eben nicht so unter Gürtellinie fahren, weil du bist hier mit Menschen eben zu tun, du hast es mit Menschen zu tun, die eben nicht sich verdrecken wollen, auch sowas nicht hören wollen. Das musst du bitte verstehen. Hm. Ey, Martin, Bruder, sei ein bisschen wachlich. Warte. Wenn du jetzt beleidigst, sofort bist du wieder draußen. Nein, ich will nicht. Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich, ich möchte euch echt nicht beleidigen. Es tut mir leid, manchmal, Evangelist, da gehst du über die Grenze über. Wir müssen uns nicht hassen, jetzt mal bei allem Respekt. Ich entschuldige mich für diese Beleidigung. Und das wäre auch eine Sünde. Und weil wir Muslime, wir haben die Aufforderung, beziehungsweise es ist unsere Pflicht, mit euch mit dem besten Verhalten umzugehen. Und wenn jemand mit dir einem anderen Verhalten aufwischt, diese Sünde nehme ich auf mich. Und zu Reza möchte ich sagen, warum willst du über Leute richten? Wir sind doch nicht Gott.
Woher willst du denn wissen, was dieser Mensch macht, ob dieses Mädchen mal irgendjemanden gerettet hat oder irgendwas gemacht hat, was Gott dazu leitet, sie ins Paradies zu lassen? Auch Leo nein. oder Rushda oder wen auch immer. Was heißt denn nein? Nein, nein, nein. Der Herr Jesus sagt, es kann keiner in das Reich Gottes kommen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Und sie ist was nicht wiedergeboren. Von neu geboren? Ja, Gott sei Dank bin ich nicht wiedergeboren. Ich wurde immer als Moslem geboren und ich bleibe Moslem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, also der Herr Jesus verlangt eben, dass du die Welt hinter dich lässt, wenn du zu ihm kommst und dein ganzes Leben, Herz, Seele, Verstand ihm gibst und ihm nachfolgst und alles hinter dich. Aber ihr sagt doch, dass Jesus eure ganzen Sünden nimmt. Also ja, hat er auch. Eure Sünden aber trotzdem sind doch wollen wir ihr nachfolgen. Ja, also. Aber du richtest doch über diese Menschen. Du kannst doch über zu diesen Menschen auch sagen, ja, über Leo zum Beispiel, du hast gesagt, sie kommt in die Hölle. Ja, natürlich, weil sie nicht wiedergeboren ist. Nicht, weil sie nicht mehr ist. Was heißt denn wiedergeboren? Was heißt denn für dich wiedergeboren? Trotzdem kannst du ja nicht urteilen über Menschen. Wiedergeboren wirst du erst dann, wenn du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst, wahrhaftigen Glauben und deine Sünden vor ihm bereust, all deine Schandtaten, Gedanken, Worte, was du gesagt hast in deinem Leben, diese dreckigen Sachen, bereust, umkehrst und dein Leben dem Herrn Jesus anvertraust, ihm gibst und ihn als Herr und Gott annimmst. Dann bist du wiedergeboren. Und das ist die nicht. Aber du kannst auch ganzes Leben lang Sünden gemacht haben oder Sünden getätigt haben und dann übernimmt Jesus deine Sünden, oder was? Ja, natürlich. Ich verstehe. Natürlich muss doch jemand die Schuld deine Schuld bezahlen. Dann werde ich auch Christ, dann gehe ich vielleicht eine Bank überfallen, Jesus übernimmt sowieso alles, oder was? Aber ich verstehe das. Ihr versteht das nicht. Wie verstehe ich das denn? Das ist ein falsches Verständnis vom Wiedergeburt. Ein Wiedergeborener muss erstmal der Sünde absterben, in Reue. Ja, aber was heißt denn Wiedergeboren? Gibt einem Wiedergeborenen, du bist so immer noch ein Mensch. Was heißt Wiedergeboren? Du hast auch Wiedergeboren. Lass mich bitte mit Mesa reden, ganz kurz. Martin, Wiedergeboren im Geist. Wiedergeboren im Geist, nicht als Fleisch, nicht als neuer Mensch, nicht als neues Baby. Wiedergeboren im Geist, in dem du dich veränderst, im Geist. Du Afghaner hast gar keine Ahnung auf dem Chat, ja. Verstehst du, nicht also, dein Körper soll sich verändern, sondern dein Geist, nein, dein Benehmen, deine Reza, Art. Reza, ist eure Religion, ihr glaubt daran, ich glaube nicht daran, ist ja in Ordnung. Ja? Aber weil, was ich sagen will, was für mich unlogisch klingt, Reza, du tust ja so oder redest so, als ob du Leute kennst, die gestorben sind und schon wiedergekommen sind und die erklärt haben, wie es da war. Verstehst du? Du kannst doch nicht urteilen, du kannst doch nicht urteilen, wie barmherzig Gott ist. Nein, kannst du nicht. Martin. Dennis, kannst du bitte 1. Korinther 2 Vers... Nein, will ich gar nicht hören. Entschuldigung, ich glaube ja nicht an eure Bibel. Ich glaube an meinen Koran. Ja, aber jetzt vom menschlichen... Wir brauchen keine Verse auszutauschen. Wir brauchen keine Verse auszutauschen. Das ist von menschlichen Leser. Von menschlichen. Das ist, wenn ich sage, du darfst nicht als Moslem den Koran zitieren. Das ist doch Quatsch. Nein, du darfst rezitieren. Hör mal zu, ich respektiere die Bibel, die wahre Bibel mehr wie du. Verstehst du? Und ich kenne die Bibel und ich habe sie sogar gelesen. Ja, dann lese ich. Ich respektiere das. Martin, warte mal kurz. Denkst du, ich habe noch mal eine Frage an den Reza. Sifu, ich bitte dich, bitte. Ich glaube, du warst letztes Mal auch im Chat. Ich glaube, du gehst auf die Frage auch hoffentlich jetzt nicht ein. Reza, pass auf. Feierst du als Christ Weihnachten? Bitte keiner, der noch antwortet. Nein. Okay. Na. 1. Korinther 2, Vers... Johannes, das hat überhaupt nichts mit Stolz zu tun. Das hat, in erster Linie sind wir Menschen. Martin, ich lese dir nur zwei Verse, damit du mich verstehst, warum ich so urteile. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Gottes Geist ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen, also so einer wie ich, beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Ach so, dann seht ihr euch ja als bessere Menschen dann auch an, oder was? Nein, nicht als bessere Menschen. Ja, als was sondern denn? Als Menschen, die den Geist Gottes haben, um den Menschen zum Licht zu führen. Aber das gibt dir doch lange nicht das Recht zu urteilen, ob jemand in die Hölle oder ins Paradies kommt. Natürlich, wie sollen urteilen? Dann, ja, warum? Du bist Gottes. Nicht Gott. Nein, du stellst dich doch deinem Gott gleich. Du weißt doch nicht, wie Gott urteilt, oder nicht? Gott gibt uns eben das Werkzeug in die Hand, um den Menschen da draußen zu zeigen, du bist verloren, du musst wiedergeboren werden, um errettet zu werden. Und dann gibt es Kriterien. Ja, aber ist das die Art und Weise, zu einem Menschen zu sagen, wenn er mal was Falsches gesagt hat, eine Frau darf doch auch sprechen. Hat eine Frau keine Rechte, oder wie? Natürlich die hat doch nur was gesagt und sagst zu dir, du sagst zu ihr, du bist eine Frau, du hast nicht so zu reden, kommst in die Hölle.
Ich meine, nein, bei allem Respekt, nicht darum, weil sie so Menschen, redet, die machen einen Fehler. Nein, das, du hast mich falsch verstanden. Weil sie nicht von Neuem geboren ist, kommt sie in die Hölle nicht, weil sie was Falsches gesagt hat. Was heißt denn von Neuem geboren? Ist das für euch ein Zeichen? Wie erkennt man das, dass jemand neu geboren ist? Muss man das irgendwie tätowieren? Wie gesagt, ich möchte mit euch nichts zu tun haben und ich finde Lucifer, also Satan. Ja, das möchte ich auch nicht, bei allem Respekt, wie ihr mit Frauen umgeht allein schon. Ich finde Satan besser als ihr. Wo ist ich finde geworden? Satan auch besser als dich. Ja, ganz ehrlich. Du bist auch nicht weil Satan ist zu seinem Standpunkt. Ich kann mit jedem Menschen vernünftig reden, außer mit dir, Mann. Du tust dir so auf den Pastor, Junge. Verstehst du, Ronja? Du bist ja auch nicht von Neuem geboren. Du bist auf dem Weg zur Hölle. Deswegen sage ich ja, du bist nicht wiedergeboren. Genau wie diese andere Frau. Guck mal, wie du redest, Mann. Wie kannst du über mich urteilen, dass ich in die Hölle komme, ey? Mann, das Wort Gottes ist das da. Also wie viele Neugeborene gibt es denn auf der Welt? Lass mal hören, was das Wort Gottes über euch sagt. Wie viele Neugeborene gibt es denn auf dieser Welt? Ich lachen, ehrlich. Ganz wenige Wiedergeborene. Ganz wenige, also Der Rest der Welt kommt dann in die Hölle, ja? Ja. Hör mal, wer seid ihr eigentlich? Hör mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Glaubst du das gerade ernst? Ist das dein Ernst? Matthäus 3, Vers 11. Lass uns mal gucken, was das Wort Gottes ist. Ist das dein Missionieren, Leute zu Gott zu finden, indem du sagst, ihr kommt alle in die Hölle? Man muss den Menschen die Wahrheit sagen. Man muss den Menschen die Wahrheit sagen und nicht um den Mund. Ist das denn die Wahrheit, jemandem zu sagen, du kommst in die Hölle? Oder ist das die Wahrheit, einem Menschen zu sagen, finde den Weg zu Gott? Vielleicht hast du dein Leben lang. Es ist doch nicht die Art und Weise, wie du es machst. Matthäus 3, Vers 11. Bei allem Respekt. Ich taufe euch mit Wasser zu Buße, aber nach mir kommt es stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Das heißt, entweder wirst du mit dem Heiligen Geist getauft, die auf der Erde, und wenn du aber deine Wiedergeburt verpasst, dann wirst du in Feuer getauft werden, in den Feuersee. Ja, wenn du das sagst. Also die paar hundert Leute, die es dann nicht verpasst haben, die kommen dann ins Paradies. So verstehe ich das richtig, ja? Genau. Also bei allem Respekt, jeder Mensch, ich meiner Meinung nach, jeder Mensch, der betet, der kann sogar der beste Mensch sein auf dieser ganzen Welt. Und selbst darf aufs Paradies nur hoffen. Nein, oder wie er auch verloren gehen, ja? Weil er nicht wiedergeboren ist. Was heißt denn, wer verloren gehen? Du weißt es doch weil nicht. Wir werden nicht errettet aus der wiedergekommen ist. Werke. Hast du mit dem debattiert? Ich verstehe auch nicht. Was gibt dir denn deine 100%ige Sicherheit, unabhängig von eurem Geist, den man ja nicht sieht? Johannes 3, Vers 3, wenn du sagst ja, es gibt Wiedergeborene. Wie erkenne ich denn Wiedergeborene? Risa, bist du neugeborener Christ? Ich bin von Neuem geboren, ja. Ja, wusstest du, dass das in Deutschland gar nicht anerkannt wird und zu einer Sekte zählt? Wie Zeugen Jehovas? Das ist auch so. Das ist mir so ungefähr so wichtig, wie jetzt die Kochones von der Stanislav von vorhin. Gehst du auch von Tür zu Tür? Ja, ich habe dich so gesagt, nur wie egal, das ist. Warum? Du bist doch Christ. Du weißt doch ganz genau, wenn du einen Menschen beleidigst, wirst du das Paradies nicht mehr sehen. Warum beleidigst du das? Die Kochones von Stanislav, die hat einen Namen. Warum respektierst du? Guck mal, sie ist auch keine Muslimin, sie ist nicht, sie ist eine Deutsche und du respektierst auch nicht mal diese. Lebt doch wenig mit Respekt. Doch. Hat doch selber nein, gesagt, was heißt denn die Kochones von Stanislav? Was heißt das? Die Art und Weise? Gesagt, die hat größere Kochones als ich, was soll ich denn sagen? Ja, da muss ich das doch annehmen. Was soll ich sagen? Aber ist das eine Art und Weise? Zu missionieren und Leute mit Stanislav anzugehen, obwohl das eine junge Dame ist? Wie heißt sie denn die jetzt, Art und Weise? Von vorhin, diese Mann? Leontina heißt die. Leontina. Ach so, ja, ich sehe ein bisschen schlecht, weil meine Augen nicht so gut sehen. Nein, aber bei allem Respekt, jetzt mal unabhängig von Religion und alles. Im Endeffekt müssen wir doch nur miteinander, was deine Ideologie ist und was du glaubst, kann mir doch egal sein. Aber im menschlichen Leben kannst du doch nicht sagen, dass jeder in die Hölle kommt, schon was Besseres. Doch, der hat was Falsches gesagt, du kommst jetzt in die Hölle. Offenbarung 20, lass mal hören, was das Wort Gottes sagt. Nein, der meint nicht mich, Algeria. Der Moslem von nebenan, sagt er. Dann komm doch hoch, Olli. Dann komm doch hoch, du Olli. Komm doch hoch und dann sag ich. Kapitel 20, lieber Martin, hör mal, was das Wort Gottes über die Menschen sagt, wenn die in die Hölle kommen. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Weißt du, was im Koran steht? Gott vergibt jeden Menschen. Und niemand soll die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit verlieren. Okay? Ja. Jeder Mensch macht Fehler. Also im Leben neugeboren. An sowas glaube ich nicht. Und glaube es mir, es ist so unauthentisch, was ihr da erzählt und so frauenfeindlich. Und ihr wollt über Muslime reden. Warum? Ich sag dir ganz ehrlich, Reza, es gibt genug Muslime, wo ich genau deiner Meinung bin, die sich Muslime nennen. Das hat aber mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Du weißt ganz genau, Reza, es gibt viele Muslime oder die sich Muslime nennen, die aus, was weiß ich, aus Marokko
oder irgendwo anders kommen, die hier Mist machen, da bin ich genauso gegen wie jeder Deutsche. Ich bin genauso Deutscher, wie ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und kann keine Sprache besser wie Deutsch. Okay? Ja. Also heißt das nicht, dass wir uns doch anfeinden müssen. Dann respektiere doch und sag nicht, diese Muslime, das ist doch klar, diese Muslime. Wenn ich dich beleidigt habe, dann habe ich es doch getan. Dann hat es doch nicht meine Religion gemacht. Nein, aber 99,9% der Muslime beleidigen ständig mit Ich eff deine Mutter, du Hu. Was heißt denn hier 88%? Von wo hast du diese 99%. Zahlen? Ja, von wo hast du diese Reza, Zahlen? Was ist denn mit den ganzen Christen, die in muslimischen Streams reingehen, Mann? Da hast du nie reingeschaut. Oder Evangelist, du sagst, was Christen werden auf der ganzen Welt werden die verfolgt. Zeig mir bitte, wo? Ich komme aus Marokko und da gibt es überall Kirchen. Und wir respektieren einander, die leben nebeneinander. Marokko ist doch kein islamisches Land. Es gibt kein islamisches Land. Es gibt auf der ganzen Welt kein islamisches Land. Und selbst du weißt das, wer aus Iran kommt. Iran hat mit dem Islam, mit dem wahren Islam nichts zu tun. Und das weißt du ganz genau. Okay? Natürlich. Das weißt du ganz genau. Es ist eine Randgruppe der Schia, womit wir nichts zu tun haben. Reza, genauso viele Christen, die verfolgt werden. Guck mal, es gibt in China KZ, okay, gegen Muslime, okay, da werden die auch unterdrückt. Okay, warte, ganz kurz bitte. Rosa, aber das sind doch keine Christen, die das machen. Das sind Chinesen, Kommunisten, das sind null mit Christen zu tun, null. Ja, aber allgemein, man. Ja, aber genauso sind es auch genauso so Muslime. Aber meint ihr wirklich, wir finden das gut? Meint ihr wirklich, wir verurteilen das nicht? Meint ihr, wir finden das komisch? Pass auf, ganz kurz, Martin, guck mal, mit der Neugeburt hat es was damit zu tun, dass du zum Glauben findest, du dich bewusst entscheidest für den Herrn, weil keiner von uns hat es gemacht. Jeder, der kommt, wird in eine Familie geboren. Er wird in eine Religion reinerzogen. Ja, und man lebt mit dieser Religion. Und in der Bibel steht drin, ja, du bist da reingeboren, aber du musst dich bewusst, deinen Weg musst du suchen, du musst den wahren Gott fragen, wer bist du, den machst du dich auf die Suche, und wenn du dann für dich den gefunden hast, so wie wir das gemacht haben, weil das sich uns offenbart hat, das ist die Neugeburt, weil wir dann im Geist uns verändern. Ja, aber das macht doch jeder Mensch. Das macht doch jeder Mensch, der die Wahrheit rausfinden will. Und jeder entscheidet doch für sich selber, was für der richtige Weg ist. Keiner von uns sagt, dass wir jemanden zwingen können, vom Herzen zu glauben. Wie soll es? Ich kann mit der Pistole an deinen Kopf kommen und sagen, liebe mich. Und du kannst sagen, ich liebe dich, aber machst du das von Herzen? Wie kann ich das prüfen? Und der Herr prüft es. Der prüft die Herzen und die Nieren. Da steht alles geschrieben. Du kannst, also ganz ehrlich, trotzdem kann man doch zusammen an einem Tisch sitzen und sich als Mensch verstehen, bevor es überhaupt eine Religion gibt. Gibt es doch einen Gott, der uns erschaffen hat, und es gibt eine Religion, die heißt auch Mensch, oder nicht? Ja, aber du fühlst dich von mir angegriffen. Wir unterhalten uns doch, wie wir am Tisch wären. Meinst du, das wäre anders? Ich unterhalte mich gerne mit dir am Tisch. Ich respektiere, auch wenn du daran glaubst, dann respektiere ich das, oh mein Gott. Ich habe nichts gegen niemanden. Pass auf, ich sag und jetzt wenn du an den Teufel glaubst, dann respektiere ich das. Ich sehe dich als Mensch. In erster Linie sehe ich dich doch als Mensch. Pass auf, unsere Schrift sagt uns, ich darf keine Gemeinschaft haben mit der Dunkelheit. Ich dürfte mit jemandem, der Satanist ist, möchte ich keine Gemeinschaft. Ich möchte nicht. Ja, dann ist doch schön, ich möchte das nicht. Ja, dann ist das doch schön, aber das gibt ja aber nicht, ich habe ja gerade nur zu Reza gesagt, das, was er zu Leontine gesagt hat, da hat er vielleicht recht, das zu sagen zu einer, die genauso glaubt wie er, aber nicht zu jemandem, der überhaupt nicht an das glaubt, woran er glaubt. Und sie dann mit irgendwelchen Sachen zu konfrontieren, dass man als Frau das und das nicht zu sagen hat. Roger, du sagst doch, du bist Muslima. Du bist Muslima. Und der Martin ist auch Muslim, gell? Und wenn du sagst, du bist Muslima und du verhältst dich in einer Art, die den Martin nicht gefällt, kann er dir das sagen. Weil er ist auch Muslim. Wenn sie sagt, sie ist eine Christin, eine neugeborene Christin, und wir, wo neugeboren sind, sagen zu ihr, das, was du machst, ist aber nicht von einer neugeborenen Christin, und sie dann wie eine Furie wird und es nicht akzeptiert, wer ist dann kein Christ? Aber du kannst doch nicht von heute auf sagen, dass man diesen Moment, dass man die Menschen darauf hinweist. Ganz ehrlich, Leontine ist die Letzte, die nicht zuhört und sich was annimmt. Ich weiß, ich kenne sie nicht, aber sie hat mich von Anfang an beleidigt. Aber du hast das doch gerade mitgekriegt, sie hat dich nicht beleidigt, einfach so. Und Reza hat sie genauso beleidigt, wenn er zu ihr sagt, was du sagst oder das und das darfst du als Frau nicht sagen. Was soll das? Bei allen Respekt. Aber ich muss das Martin. Ja, was denn noch dazu sagen? Ich gehört deine Frau, ne? Das gibt es ja Verse in der Bibel, wie sich eine Christin, eine Neugeborene verhält. Und wenn sie sich genau das Gegenteil benimmt,
dann Reza, muss ich davon ausgehen. Trotzdem hast du nicht das Recht, den Glauben, ich nehme jetzt den Christentum in Schutz, okay, als Moslem, dass du den als Wettbewerb hinstellst. Mach das besser als wir. Das ist nicht das erste Mal, dass du den Christentum... Ja, meinte, ihr seid nicht schlecht, ich möchte nicht wie euch werden. Du musst zuhören, die Gespräche. Sie hat gesagt, hat sie auch recht. Nicht so schlecht wenn mich jemand so anfeindet, dann möchte ich ganz bestimmt auch nicht so werden wie ihr. Ihr habt sie doch angefeindet. Du hast nicht gehört, was Sifo gesagt hat. Er hat gesagt, dass sie reingekommen ist und sofort den Sifo angemacht hat. Boah, ey Leute, die... Lieber Martin, du weißt schon, dass deine Religion frauenfeindlich ist und Frauenschlagen erlaubt. Ne? Überhaupt nicht. Und das ist einer der größten Lüge. Ich weiß ganz genau, womit du kommst. Ich will keine Debatte mit dir führen. Im Islam ist es überhaupt nicht. Es ist eine der größten Sünde und du bist nicht als Mann angesehen, wenn du eine Frau schlägst. Es ist überhaupt nicht so, Reza. Und das weißt du ganz genau. Überhaupt nicht. Hast du jemals gesehen, dass ein Muslim eine Frau geschlagen hat? Ja, oder nur klar, die sich Frauen, was du im Fernsehen siehst? Ich kenne ja Frauen, Martin, das kennt ihr aus dem Iran. Das ist alles Kulturbedingt. Iran hat mit dem wahren Islam nichts zu tun. Lieber Bruder Dennis, kannst du bitte Sure 4, Vers 34 für alle Menschen hier aufmachen? Ja, gerne kann ich das auch. Ja, gerne. Mach, komm. Du denkst, ich habe nichts drauf, was das angeht. Komm, ich will nicht mit euch debattieren, aber komm, hol raus. Such mal raus, ich kann alles wortwörtlich erklären. Hol raus. Das habe ich jeden Tag, das Thema. Kannst du das mal hinten projizieren? Von wegen, Muslime dürfen Frauen schlagen. Allein wie sich das schon anhört. Glaubt ihr eigentlich, wir sind zu Hause und verprügeln unsere Frauen? Lass uns mal den Koran hören. Nicht meine Meinung und nicht deine Meinung. Lass uns hören, was der Koran sagt. Ja. Sure 4, Vers 34. Da muss man gucken, welcher Glaube frauenfeindlich ist. Okay. Hau raus. Genau, Kamera kurz auf Handy halten. Lesen. So, wir lesen alle zusammen. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen, also die Männer, von ihnen vor den anderen, die Frauen, ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. So, kannst du Arabisch lesen? Kannst du Arabisch? Was heißt Wadribuhunna? Wadribuhunna, was heißt das? Was heißt das? Wie viele Bedeutungen hat dieses Wort in Arabischen? Weißt du das oder weißt du das nicht? Frauenfeindlich, Frauen verprügeln, ja? Überhaupt nicht, das ist eine Lüge. Könntest du dazu sagen, dass die Muslime... Warte. Lesen das doch jetzt selber, Martin Müller. Was für eine Lüge, die haben das doch vor euren Augen. Ne, ich lese weiter und dann sage ich dir was dazu, vom Wegen. Es ist eine Lüge, was er hier interpretiert. Und so eine Religion ist eben frauenfeindlich und nicht gut. Überhaupt nicht. Erstmal suchst du dazu den Hadith raus, was der Prophet, du willst ja gegen diesen Vers was sagen. Dann holst du bitte den Hadith raus, was unser Prophet dazu gesagt hat. Mohammed hat in einem authentischen Hadith gesagt, wenn ein Mann seine Frau schlägt, soll er nicht zur Rechenschaft gezogen werden, warum er das macht. Das ist eine Lüge. Such den Hadith raus, wo er wir haben ja als Muslime diese Zahnbürste, was aus einem Stock besteht, aus einem kleinen Stock. Hol diesen Hadith raus. Du weißt ganz genau, was ich meine. Und du weißt ganz genau, dass Frauen nicht geschlagen werden im Islam und dass der Mann keine Erlaubnis dafür hat. Und das steht nicht. Nein. Das ist deine Hasspredigt. Deine Hasspredigt, die das sagt. Okay? Ihr wollt es gehen. Du machst da kurz. Also an die ganzen Leute, die jetzt hier drin sind, er will euch klar machen, dass man die Frau so mit schlagen Das will. Stimmt nicht, Leo. Das stimmt nicht, Leo. Ich mach meine mal eine Religion. Abstimmung, ob das stimmt bitte. Oder nicht. Ich mach mal eine Abstimmung. Der will sagen, wenn die Frau widerspenstig ist und böse ist, dann geht man auf den Markt, kauft sich so ein Miswak, so einen kleinen Stock, ruft die Frau und dann böse Frau.
Die Frau denkt sich, will der mich verarschen, dieser Mann? Oder? Marisa, oder? Jetzt ohne Witz! Ja, Martin, das jetzt komm, du willst meine Frau züchtigen, oder das hier! Oder Danny, warte, ja, ich will das auslassen. Warte, oder Danny, warte kurz. Mit das hier ist ein Quark. Mutteresa, Mutteresa, warte kurz, ganz kurz, so ein Mistwag, ich möchte was sagen. Zu Hause. Warum ich das zu Hause habe? Ja, willst du deine Frau schlagen? Ja, jetzt hast du mich erwischt. Jetzt hast das du heißt, mich auch also, du bist im aber Verborgenen Danny, bei dir nehme ich ja Hut ab, auf jeden Fall. Du kommst ja wenigstens mit Fakten, so, ne? Aber Reza, ganz ehrlich, du kannst gar nicht mitreden, weil du ganz ehrlich Rosa, warte, das ganze kurz, Thema verfügst. Ich möchte jetzt gerade... Bruder Danny, warte nochmal. Bruder Danny, lest mal bitte zu Revier Vers 9, bitte. Nee, lest mal bitte zu Revier Vers 9. Mach das mal, ich lese es vor. Tu es mal bitte groß machen. Zu Revier Vers 9. Das ist nämlich wirklich grausam. Die ist grausam, wirklich, Bruder. Nein, ich hab's nicht, Bruder. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du musst dich ich groß machen, dass ich das vorlesen kann. Bruder, Das ist die gleiche Seite. Nur noch das, Bruder. Ja, nur noch wohl, das, Bruder. Das ist die gleiche Seite, wo Bruder Reza dir gesagt hat. Ich weiß nicht, wie das geht, aber die Kraft ist echt grausam. Und dann füg ein. Es ist genau das gleiche Handy, was du hattest. Wenn du das nochmal groß machst, es ist genau da. Lies einfach. Müssen wir kurz warten. Ich muss jetzt meinen Laptop aufmachen, weil ich kann es mit dem Handy. Ich muss meinen Laptop aufmachen. Aber das ist, ich kann es sinngemäß geben. Wenn eine Frau, der fremd geht, ja, und der hat vier Zeugen, hat sich vor, dass sie Kinder gemacht hat, darf sie lebenslang hinaus eingesperrt werden. Ja. Lebenslang. Wenn dein Mann kommt und hat vier Zeugen, dass du Sinner gemacht hast, darf er dich dein Leben lang in den Haus einsperren, wie eine Gefangene. Aber guck mal, Sifo, darf ich dazu einmal was sagen? Kannst du. Du kannst auch vorlesen, weil ob es sinngemäß zurückgeht, kannst du auch vorlesen. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist ja Scharia. Das ist grausam. Sifo, darf ich bitte grausam. Einmal was dazu sagen? Martin, halt dich mal kurz zurück. Ich möchte einmal was sagen dazu. Sifo, pass auf. Und zwar vier Zeugen. Guck mal, wie unrealistisch das ist. Zum Beispiel, wenn jetzt eine muslimische Frau oder ein Mann zum Beispiel fremd geht, ne? Zum Beispiel. In der heutigen Zeit eh unmöglich, weil die machen das eh heimlich. Das ist bei den Christen so, das ist bei den Muslimen so. Weißt du, was ich meine? Das ist so unrealistisch. Subhanallah, Allah hat gesagt, vier Zeugen sollen schauen. Vier Zeugen. Vier Männer. Ja, und was ist, wenn ich vier Freunde von mir bringe, die bezeugen, dass du das gemacht hast? Wenn ich vier Leute hole und die bezeugen mir, dass du das gemacht hast, meinst du als Frau, kannst du mehr Stimme haben als diese vier Leute, die ich bringe? Vier Zeugen müssen dich im Bett erwischt haben, vier Leute. Ja, aber wenn die vier bezeugen, dass sie dich im Bett erwischt haben, wie willst du als Frau sagen, dass es nicht so ist? Wenn die vier sagen, ja, wir haben sie alle mit uns in vier Augen gesehen, was machst du dann? Ja, wie kommst du darauf auf der Geschichte? Das ist ja eine Lüge, Junge. Wenn das Reza, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Gibt es Steinigung in der Bibel? Sei ehrlich. Ja, natürlich, im Alten Testament. Erklär uns das mal. Ja, im Israel gab es ja eben das Gesetz von Mose und Israel musste eben total heilig wandeln. Also wenn Ehebruch, Fremdgehen in der Ehe und so weiter, wurde hart bestraft, mit dem Tode bestraft. Ja, ohne Zeugen, ohne... ist so, ja. 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 Ja, und ihr wollt darüber debattieren, was total unrealistisch ist, ob jemand man fremd geht und gleichzeitig vier es Leute, die darum, unabhängig da sind. Das ist geschrieben, steht Martin. Das steht geschrieben. Steht. Wie kann man ja, sowas da musst du weiterlesen und es verstehen. Da musst du lesen und es verstehen. Bevor du über Steinigung schimpfen willst, dann fang bitte bei deiner Bibel an. Das ist nicht dein Content, Entschuldigung. Ich muss dich auch stumm machen. Tut mir leid. Also das muss man sich ja mal geben. Stell dir mal vor, Bruder Reza, wir leugnen das im Alten Testament. Nein, kannst du Altebräisch. Auf Altebräisch dann noch einen Gelehrten dazu holen. Das wird anders formuliert. Das musst du dir mal geben, Reza. Nichts anders formuliert. Vier Zeugen nein, steht da, nein, lies du mich lügst, nicht. Täusch, du lügst. Lies, nein, das ist Junge. Das stimmt nicht. Du bist der Lügner. Nein, du hast den Koran noch nicht meine Hand gehabt. Nein, du hast noch nicht meine Hand gehabt. Ein Lügner. Du weißt nein, ganz genau, nicht, was das dann hol den Koran raus. Aber da muss ich mach meine Kamera an, hol den Koran raus. Komm.
Hol den Koran raus und wir debattieren darüber. Wenn du keine Ahnung hast, Junge. Sag nicht Hitler, wenn du keine Ahnung hast. Wenn deine Religion. Warum? Beschaffst du, willst du? Du willst die Strenge in Islam erörtern, obwohl es in deiner eigenen Religion viel strenger steht. Ja? Okay? Fertig aus. Nein, werden nicht, das ist eine Lüge. Und wenn du das glaubst, dann ist das deine Religion. Du willst nur hetzen. Du willst die Leute dazu bringen, dass sie denken, dass wir mit Frauen schlagen. Wir ehren unsere Frauen. Wir behandeln unsere Frauen wie Könige. Und wir behandeln unsere Frauen wie Könige. Nein, das heißt, du willst eine Frau schlagen, wenn die uns. Ich muss mir jetzt raustun, weil das ist gezieltes Lügen, das ist gezieltes Täuschen. Das ist das Problem, Leute. Selber prüfen. Leute, prüft selber, weil diese Leute gezielt und geschult sind. Sie wissen ganz genau, was da steht. Sie wissen ganz genau, was sie sagen dürfen. So, und deswegen, Leute, studiert es selber. Prüft es selber. Guckt, wie in den Scharia-Ländern das abgeht. Lasst euch nicht verblenden. Lasst euch nicht verführen. Prüft alles, was wir sagen. Prüft auch, was die sagen, Leute. Und das ist das. Die drehen sich im Kreis. Nein, nein, nein. Weil sie wollen diese Unangenehmigkeiten unter diesen Teppich bringen. Nein, nein, das ist nicht so. Ihr versteht das alles falsch. Dagegen, wir im Alten Testament, wir leugnen nichts. Wir sagen dazu Amen, weil wir schämen uns nicht für diese Sachen. Aber sie wollen diese Unangenehmigkeiten zur Seite packen, damit ihr das nicht so hinterfragt. Nicht den Islam hinterfragen. Einfach so annehmen, schön, Frieden. Richtig? Ja. Wir wollen Sand in den Augen der Zuschauer oder Zuhörer streuen, damit sie eben sie davon ablenken, das so zu sehen, wie es auch da steht, ja. Ja, genau. Die würden, nein, das steht da nicht, ja, das steht da, und dann sagen die, ja, das steht da, aber das ist damit gemeint, küsst die Frau oder schenkt ihr Blumen, mitschlagt sie. Ja, das wollen die tun. Und das geht natürlich nicht. Sieben Bedeutungen. Und die, wo am meisten Sinn hat, die sagen, das ist nicht wahr. Weißt du, Bruder? Dieses Wort hat sieben Bedeutungen. Aber die, wo wirklich da reinpasst, die Bedeutung, die sagen, nein, das ist sie nicht. Weil die denen einfach unangenehm ist, nicht passt. Ja. Bruder Reza, du hast doch schon mal gesagt, auf Amir, dein Bruder, es ist denen erlaubt zu lügen. Das heißt, die werden ja darauf geschult. Die dürfen ja ihren Imam fragen. Und dann sagen die ja auch bei unangenehmen Fragen, dürft ihr lügen. Richtig? Ja, Takia nennt sich das, ja. Ja, also nicht, du darfst einen Nicht-Muslim also sozusagen in die Ehre führen und täuschen. Versteht das richtig? Ja, das sind aber die Profi-Muslime. Ich glaube, die zwei vorhin, also Roger und Martin, die sind nicht so professionelle Muslime mit Takia und so. Die sind einfach nur ignorant. Die möchten die Wahrheit nicht wissen, weil es ihnen wehtut, dass ihre schöne Religion, wovon sie gedacht haben, dass diese Religion eben friedlich ist, Frauenrechte achtet und so weiter, plötzlich doch das Gegenteil ist. Und Reza, wenn man guckt, wenn man guckt, wie die Frauen im Iran früher gekleidet waren, bevor das die Scharia da reingebracht wird, dann sieht man, dass es ganz normale, kulturell ganz normale Menschen waren. Bruder Reza. Weil die kommen ja, die iranische Kultur. Nein, hat nichts mit der iranischen Kultur zu tun, weil die waren früher ganz normal gekleidet, mit Röcke bis über den Knie, Haare offen, gestylt, geschminkt, hübsche Frauen. Weißt du, Bruder Reza? Und dann kommt, mir tut es weh, wenn ich sowas höre von Frauen, wirklich. Bei Männern verstehe ich es. Bei Männern, weißt du, das verstehe ich. Die können verführt sein, aber die Frauen, ich verstehe das nicht. Ja. Bruder Reza? Ihre Rechte und so weiter. Bruder, meine Tante sagte mir in Iran, aus dem Iran, dass wenn eine Frau zur Polizei geht und Anzeige erstatten will, weil eben ihr Ehemann sie schlägt zu Hause. Mit dem Mann geschlagen. Ja, wenn sie jetzt zur Polizei gehen würde und sagen würde, mein Mann schlägt mich, ich brauche Schutz, dann würde die Polizei sie sofort zu nach Hause schicken mit der Begründung, das ist sein Recht, das ist islamisch. Hat meine Tante gesagt. Die hat eine Bekannte gehabt, die zur Polizei gegangen ist und der Mann hat sie verprügelt. Ständig. Und dann dachte die würde jetzt ihr Recht bekommen. Und dann hat die Polizei gesagt, nein, das ist sein Recht. Das ist islamisch. Geh wieder zurück zu deinem Mann. Ja, ist auch richtig. Das steht doch im Koran. Ja, so sieht die Sache aus. Guck mal, jetzt hat er gerade beleidigt, dieser Moslem. Deine Mama macht das. Guck mal. Ja gut, Gott segne ihn trotzdem. Aber du siehst, ne, diese... Ich verhärtete Herzen. Gott, ich gehe mal davon aus,
Oder Reza, wenn jemand die Wahrheit vor den Augen bekommt, aber du die Wahrheit bekämpfst, du bekämpfst die Wahrheit, lebst in deiner Lüge, dann ist es deine Verdorbenheit. Dann heißt es sogar, dass manchmal, dass da hat Gott das Herz zugemacht. Du selber bist den Weg. Ja, weil guck mal, wenn einer zu dir kommt und dir das zeigt und du dagegen kämpfst und du weiter dagegen kämpfst, dann heißt das, du bist dahingegeben worden. Du hast dein Herz schon selber verschlossen. Das ist zugemacht. Und wer es einfach nur noch benutzt und wer es für das Gericht aufbewahrt wird. Weißt du, wenn, guck mal, du musst dir vorstellen, die lügen und denken, dass der allmächtige Gott das nicht sieht, aber die dürfen das ja. Sie denken, mein Gott erlaubt dich das lügen. Deswegen sehen sie es als okay, als richtig. Verstehst du? Ja, ja. Es ist traurig halt, ne? Wie viele Menschen verloren gehen und wie viele Menschen eben die Wahrheit nicht sehen wollen und ignorant bleiben wollen, etc. Es ist halt so, ne? Deswegen hat auch Gott, zum Beispiel bei der Sintflut, hat er eben alle Menschen gekillt mit dem Wasser in der Sintflut und hat nur 8 Menschen für gerecht befunden. Von der ganzen Welt waren nur 8 Menschen gerecht, Noah und seine gläubige Familie. Der Rest war nur, ja. Guckt euch mal die islamischen Streams an, der Islamverstand, liebe zu Hadith, Joker, Hamdi, Samra, guckt euch mal an, wie die mit Christen umgehen. Guckt euch an, macht euch euer eigenes Bild absolut lieblos. Sie lügen, sie täuschen, sie beleidigen den Gott der Bibel von morgens bis abends. Aber wenn man einmal was über den Islam sagt, dann musst du mit deinem Leben rechnen. Ja. Wisst ihr, wie oft ich das gesehen habe, dass sie durchgedreht sind? Die haben beleidigt, dann beleidigen sie, wenn sie nicht weiter wissen auf ihrer Sprache. Amir zum Beispiel ist nur am Beleidigen, bedroht die Christen, dass er sie wegmachen will. Und haben die, kennst du diesen Amir? Nee. Die Muslime, nicht dein Bruder, ein anderer. Ja, ich weiß nicht, von welchem Amir du bist. Die Muslime kommen bei mir rein, Amir, und geben sich als Atheisten und Christen aus. Das musst du dir mal geben. Das musst du dir mal geben. Die kommen rein und sagen, ich bin Atheist. Ah, okay. Und dann reden wir so und auf einmal merkst du, der ist gar kein Atheist, der hat Ahnung, der hat richtig gute Ahnung. Und dann merkst du auf einmal, am Ende kommt raus, der ist Moslem, dann schreit er rum, Allah, möge euch doch vernichten und so. Das ist so krank. Ja. Ja. Das machen keine Christen. Warum gehen die Christen in islamischen Streams und geben sich als Muslime aus und tun so, hey, Salam alaikum, meine Geschwister, Brüder. Wir machen das die Muslime. Ja. Fragt euch mal, warum. Ja, und dann gibt es eben Hadithe, die sagen, wo Mohammed eben gesagt hat, wenn ein Muslim seine Frau schlägt, er soll nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau geschlagen hat. Den Hadith habe ich jetzt nicht zur Hand, aber kann man mit ein bisschen Google herausfinden. Ja, genau. Also wenn man seine Glauben nicht verteidigen kann, dann soll man eben aus dem Glauben rausgehen, weil warum verteidigst du etwas, was dir nicht gefällt? Das macht doch keinen Sinn, das ist doch total unlogisch. Und wieder stehst du hinter diese Sache und sagst Amen, ja, das steht da, das ist mein Recht als Mann, meine Frau dementsprechend ja zu malträtieren in der Ehe. Und ja, das ist mein Glaube, das ist mein Gott, der hat mir das erlaubt und ich stehe dazu. Ja, das ist, dann wirst du ehrlich. Aber wenn du anfängst, Tänzchen zu machen und sagst, nein, da steht zwar, schlagt eine Frau, aber damit ist gemeint, dass sie zusammen McDonald's essen gehen soll, zusammen. Das ist die Bedeutung dahinter. Dass man eben neapolitanische Pizza essen gehen sollte zusammen. Das ist damit Slaven gemeint. Dann ist natürlich dann stimmt was mit deinem Gehirn nicht. Ne? Und mit deiner Herzenseinstellung. Also beides, sowohl mit dem Gehirn als auch mit deinem Herzen. Ne? Und davon gibt es eben sehr viele Menschen, die einer Ideologie angehören. Ja, wenn du zum Beispiel mit einem Kommunisten redest und ihm eben die negativen Seiten des Kommunismus zeigst, da fängt er auch an, seine Tänzchen zu machen. Ja, nein, Stalin hat Kommunismus falsch verstanden. Kommunismus ist eine vollkommene Ideologie. Wenn man das richtig praktizieren würde, und
dann würdest, da kommt dir das doch in den Sinn. Moment mal, das sagen die Muslime ja auch. Der Islam ist eine vollkommene Superreligion, man versteht das aber falsch in Saudi-Arabien. Und die ISIS versteht das auch falsch, die praktizieren das falsch. Das ist immer derselbe Geleier. Wenn du einer Ideologie angehörst, ne, und dann versuchst du etwas zu verteidigen, was nach deinem Herzensvorstellung ist, aber nicht, was der Realität entspricht. Du hast dir selber etwas zusammengebastelt, was mit deiner Ideologie nicht übereinstimmt. Das heißt, ne, du bist in einer Walt Disney-Vorstellung, was du gerne hättest, was deine Ideologie betrifft, aber deine Ideologie spricht eine andere Sprache. Und das ist Ignoranz. Der Mensch ist nun mal ein ignorantes Lebewesen. Das ignoranteste Lebewesen, das je existiert hat auf der Erde. Das ist der Mensch. Das ist ein Schutzmechanismus. Ignoranz ist ein Schutzmechanismus, weil eben sonst der Mensch sich ändern müsste. Und der Mensch ändert sich ungern, weil Änderung ist immer mit Kalorienverbrauch verbunden. Und der Mensch möchte ungern Kalorienverbrauch, weil er sehr faul ist. Ja. So einfach ist der Mensch. Ja, der Mensch ist nicht ein Lebewesen, was eben mutig ist, wahrheitsgetreu, wahrheitsliebend, gerecht. Er ist immer das Gegenteil, seitdem er aus dem Garten Eden gefallen ist. Ist er ein Lebewesen voller Sünde, ungerecht, feige, ignorant, Wahrheit nicht liebend, sich selbst betrügend. All die negativen Eigenschaften, die Erbsünde im Garten Eden mit sich gebracht hat, ist jetzt verteilt in allen Menschen auf der Erde.